Lennart Borchert teilt sein Schicksal mit der Öffentlichkeit. Im Alter von 20 Jahren wird bei dem GZSZ-Darsteller Hodenkrebs diagnostiziert. Das teilt der heute 23-Jährige vor wenigen Tagen mit seinen Fans. Damit will er vor allem eines: anderen Menschen Mut machen. Ich habe am Anfang versucht, das alles zu verheimlichen und das so hinzubekommen. Ich dachte, vielleicht fällt das gar nicht auf. Erinnert sich der Moritz-Bode-Darsteller im Promi-Flash-Interview. Durch eine Operation muss sein erkrankter Hoden dann jedoch durch ein Silikonimplantat ersetzt werden. Ich bin froh, das gemacht zu haben. Es fühlt sich nicht sonderlich anders an. Ich glaube, das ist für mich einfach ein besseres Gefühl. Doch vor allem die Chemotherapie bringt damals einige Nebenwirkungen mit sich. Es wäre vermutlich gar nicht aufgefallen, wenn meine Haare nicht ausgefallen wären. Als ich aus dem Krankenhaus rauskam, habe ich mich nachts dauernd übergeben. Heute geht es der TV-Bekanntheit wieder gut und will andere Männer dazu animieren, sich regelmäßig durchchecken zu lassen. Vor allem aber gibt Lennart damit anderen Erkrankten die Kraft, in dieser harten Zeit stets nach vorne zu blicken.